Mordbericht. Detective McMahon. Dienstmarke Nummer 1025. 26. August 2014. 23.34 Uhr. 544 Tarrant Street. Eine verstorbene weibliche Person. 26 Jahre alt. Große Eintrittswunde im Brustkorb. Herz entfernt. Hi Jason, was haben wir diesmal? Es ist noch so eine, sagte der CSI-Officer und schüttelte seinen Kopf. Dieselbe Handschrift. Brustkorb zertrümmert und aufgerissen, das Herz entfernt. Das menschliche Herz vom vorherigen Verstorbenen befindet sich noch am Ort des Geschehens. Wie viele macht das jetzt? Zählen wir den vom Fluss dazu? Nein, noch nicht. Dann sind es 5. Aber wir können dennoch nicht leugnen, dass sie eventuell etwas miteinander zu tun haben. Ich verstehe, aber es befand sich dort kein Herz. Es ist seine Visitenkarte. Und er würde auf keinen Fall dieses kleine Detail vergessen. Dieser Kerl ist krank, das ist sein Ritual. Vielleicht haben sie etwas miteinander zu tun, aber es könnte auch einfach ein Nachahmungstäter sein. Wie auch immer, ich werde es ihm nicht anrechnen, bis ich mir nicht sicher bin. Der Detective holte sein Glücksfeuerzeug heraus, strich mit seinen Fingern darüber und besah sich den kleinen, eingravierten Apfel auf dessen Oberfläche. Als er sich seine Zigarette ansteckte, bemerkte er den blassen Ring an seinem linken Ringfinger. Er nahm einen tiefen Zug, fuhr sich mit den Fingern durch seine Haare und atmete tief aus. Nahe den Wäldern, im Außenbereich einer Stadt, stoppte ein Auto ein paar Meter neben einer alten Landstraße. Ein junges Teenagerpärchen, das nach Abgeschiedenheit von neugierigen Blicken suchte, dimmte die Lichter des Autos. »Hey, sieh mal, mach wenigstens etwas Musik an oder so, bevor du anfängst, mich anzugrapschen«, sagte das Mädchen dem Jungen, der seine Augen verdrehte und anfing, am Radio herumzutasten. »Ach komm schon, lass das nicht zu so einem traurigen Spiel werden, mach es romantisch«, lachte sie. »Oh ja«, sagte er sarkastisch, »wirklich romantisch, sich mit mir davonzuschleichen, während dein dich liebender Freund zu Hause sitzt. Wir sollten sowieso nicht hier sein, allein schon wegen der Ausgangssperre und all dem.« »Oh bitte, das Mädchen ist vor fast einem Monat gestorben. Und du hattest dich das letzte Mal und das Mal davor auch nicht beschwert«, sagte sie, während sie ihre Bluse öffnete. »Komm schon, du weißt das!« Das Auto erschütterte heftig, als etwas neben ihm niederschlug. »Was zur Hölle war das?« schrie der Junge und sah sich hektisch um. Alles, was er sehen konnte, war eine einzelne, schwarze Feder, die über der Motorhaube in der Luft schwebte. Dann zersplitterte plötzlich das Fenster in 1000 Teile, als 2 eiskalte, stählernde Hände durch das Fenster griffen und ihn packten. Sie zerrten ihn durch die Öffnung und schleuderten ihn dann gegen einen Baum. Sein Rücken wurde zerschmettert, als er darum gewickelt wurde wie eine Stoffpuppe. Er lag reglos dort und sah angsterfüllt zu, wie eine große, schlaksige Gestalt mit weißem Haar und kristallblauen Augen, die beinahe zu leuchten schienen, ihn anstarrte. Er trug kein Oberteil, seine Hautfarbe war grauschwarz. Er hatte einen Totenkopf auf seinem Gesicht. Der Brustkorb und die Knochen entsprachen denen auf seiner Brust und den Armen. Sie schienen aufgemalt zu sein. Man sah ebenso die Knochen auf der Außenseite seiner Hände und Finger. Er trug Jeans und ein altes Paar Schuhe. Den Jungen überfiel die schlimmste Art von Trauer. Er lag dort, hilflos, als die Gestalt ihre Aufmerksamkeit dem Mädchen zuwendete und in Richtung des Autos ging. »Tommy! Tommy, hilf mir!« schrie sie, als die Gestalt auf die Motorhaube des Autos sprang. Sie zertrümmerte die Windschutzscheibe, griff ins Auto und zog das Mädchen langsam hinaus auf die Motorhaube. Sie kämpfte nicht dagegen an. Sie hielt still. Es beugte sich über sie und sah zu Tommy, während es seinen Kopf senkte. Die Kreatur wisperte dann etwas in das Ohr des Mädchens und küsste sie auf die Stirn. Es begann langsam und systematisch, an etwas auf seiner Brust zu ziehen. Tommy konnte die widerlichen Geräusche von tropfendem Blut und raschelndem Fleisch hören, als die Kreatur in seine eigene Brust griff. Dann zog es etwas aus seinem Inneren heraus und legte es neben dem Mädchen auf die Motorhaube, bevor es ihre Bluse entfernte. »Nein, Valerie, nein!« Tommy nutzte seine letzte Kraft, um zu schreien. Die Gestalt grinste, als sie eine Faust in die Brust des Mädchens stieß. Er schlug mehrfach zu, und mit jedem Schlag zersplitterten und brachen die Knochen.
Sie erzitterte heftig und spuckte Blut, während er weiterhin auf sie einschlug. Tommy bewegte sich nicht. Alles, was er tun konnte, war eine Träne zu vergießen. Sie floss seine Wange hinab, als er das Monster dabei beobachtete, wie es damit begann, ihr Fleisch mit seinen bloßen Händen auseinanderzureißen. Schlussendlich erreichte er sein Ziel und riss ihr das noch immer schlagende Herz heraus. Er legte ihr Herz in die Wunde in seiner eigenen Brust, die er sich selbst zugefügt hatte. Dann kramte er in seinen Taschen herum, zog etwas heraus und steckte es sich in den Mund. Die Kreatur begann dann, die Haare des Mädchens aus ihrem Kopf herauszuziehen und legte ihre Strähnen geordnet nebeneinander. Er nahm das Ding aus seinem Mund, welches eine Art Nadel zu sein schien, und nahm eine Locke des Haars, um mit ihr seine Wunde zuzunähen. Tommy lag still und angsterfüllt da, während er zusah, wie er diese groteske Tätigkeit mit Geduld und Präzision ausführte. Er bemerkte eine kleine Bewegung auf dem Boden nahe des Autos. Er blinzelte, um klarer sehen zu können, und sah, dass es ein kleiner, verwahrloster Hund war, der mit seinem Schwanz wedelte. Die Gestalt kam von der Motorhaube herunter, kniete sich nieder und streichelte dem Hund über dem Kopf. Dieser wirbelte herum und wedelte heftig mit dem Schwanz. Die Gestalt wendete seine Aufmerksamkeit wieder Tommy zu, ging zu ihm hinüber und ließ sich nahe Tommys Kopf auf die Knie sinken. Tommy konnte die erschreckenden Details auf dem Körper dieses Dings sehen. Die schwarze Haut, der Totentädel und die Knochen waren ein Teil von ihm, nicht wie Tattoos oder aufgemalt, sondern wie seine normale Haut. Er konnte ebenso die groben Stiche, gemacht aus Valeries Haar, sehen, die seine Wunde zusammenhielten. Die Kreatur sah zu Tommy hinab und neigte neugierig seinen Kopf, als es eine Hand ausstreckte und Tommys Träne wegwischte. Tommy konnte nichts fühlen, außer eine schreckliche, verzweifelte Traurigkeit, während er in die hellen, blauen Augen des Dings starrte. Die Gestalt platzierte dann sanft eine seiner Hände neben Tommys Gesicht. Es lehnte sich näher an ihn und sprach die Worte: „Bedeutet dir dein Herz etwas?"